Grüezi Sie und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Blasenentzündung und Multiple Sklerose. Was gilt es zu beachten? Mein Name ist Pascal Bürgin und ich arbeite für die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft. Bereits im Bild mit mir ist unser heutiger Referent, Professor Dr. Med. Jürgen Panek, Chefarzt Neuro-Urologie am Schweizer Paraplegikerzentrum. Guten Abend, Herr Panek. Schönen guten Abend zusammen. Während der kommenden 35 bis 40 Minuten wird Herr Panek sein Wissen rund um das Thema Blasenentzündung und Multiple Sklerose mit uns teilen. Danach haben Sie die Möglichkeit, Fragen an unseren Referenten zu stellen. Nutzen Sie dafür bitte die Chat-Funktion Ihres Bedienpanels. Herr Panek, ich werde Ihnen jetzt die Anforderungen zur Freigabe des Bildschirmes schicken, damit wir Ihre vorbereitete Präsentation sehen. Einen Moment. Sehr gut. Sie sollten das jetzt auf Ihrem Bildschirm sehen. Wunderbar. Das hat sehr gut geklappt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit dem folgenden Webinar. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Blasenentzündung und Multiple Sklerose, das ist ja ein wichtiges und leider auch ein sehr häufiges Thema. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute ein paar meiner und unserer Erfahrungen mitteilen kann. Wie Sie gehört haben, bin ich Urolog und zwar Neuro-Urolog und schaffe am Schweizer Paraplegikerzentrum in Nordwil. Wir behandeln hauptsächlich Menschen mit Querschnittlähmung. Wir behandeln aber auch Patienten mit Multipler Sklerose. Wie gesagt, Harnwegsinfekte sind ein sehr häufiges Thema. Wenn man sich darüber unterhält, ist es mal ganz wichtig zu sagen, was Harnwegsinfekte eigentlich sind. Eigentlich ist Harnwegsinfekt ein Sammelbegriff. Darunter versteht man alle Infektionen im sogenannten Harntrakt. Das sind die Blase, die Niere, das Nierenbecken, die Harnröhre und bei den Männern auch die Prostata, der Nebenhoden oder der Hoden. Die häufigste Form des Harnwegsinfektes ist die Blasenentzündung, die im Fachjargon Zystitis heißt. Wenn wir von einem Harnwegsinfekt reden, meinen wir meist die Blasenentzündung. Aber es ist wichtig zu wissen, dass zwar jede Blasenentzündung ein Harnwegsinfekt, aber nicht jeder Harnwegsinfekt eine Blasenentzündung ist. Und in dem Wort Harnwegsinfekt stecken ja zwei Dinge, einmal Harnweg und einmal Infekt. Ein Infekt ist immer etwas, was uns stört. Deswegen sind Harnwegsinfekte auch definiert als Bakterien im Urin und Beschwerden. Sie werden es bestimmt schon mal erlebt haben, dass man bei Ihnen Bakterien im Urin gefunden hat, ohne dass Sie Beschwerden haben. Dann nennt man das Bakterien im Urin, Bakteriurie in der Fachsprache, aber nicht Infekt. Jeder Infekt setzt voraus, dass man Symptome, also Beschwerden hat. Eine asymptomatische Infektion, wo Sie wirklich nichts spüren, wo Sie kein Fieber haben, wo Sie keine Beschwerden haben und jemand sagt Ihnen, Sie haben eine Harnwegsinfektion, das gibt es in aller Regel nicht. Das klingt jetzt mal banal, ist aber gar nicht so unwichtig. Viele Menschen tendieren dazu, aus Sicherheitsgründen ihren Urin regelmäßig mit sogenannten Teststreifen zu untersuchen. Das ist sehr lange Zeit auch empfohlen worden. Mittlerweile wird das nicht mehr empfohlen. Der Grund ist das, was ich vorher gesagt habe. Haben Sie keine Beschwerden, müssen Sie auch nicht nach Bakterien suchen. Denn wenn Sie Bakterien finden und keine Beschwerden haben, ist das kein Grund zur Behandlung. Wenn Sie Beschwerden haben, dann macht es Sinn, nach Bakterien zu suchen. Und was Sie hier unten sehen, ist so ein Bakteriensuchtest. Sie sehen diese weißen Punkte in der Mitte. Das sind Plättchen, auf denen Antibiotika sind. Und Sie sehen diesen grauen Schirm, Schleim hier. Das sind alles Bakterien.
Und Sie sehen, diese Antibiotika hier, die töten die Bakterien. Darum wird alles klar. Diese Antibiotika töten die Bakterien nicht. Da bleiben genauso viele Bakterien, als wäre da kein Antibiotikum. Und um solche Tests zu machen, braucht man Zeit, weil die Bakterien müssen erst wachsen und dann behandelt werden. Das bedeutet eine Urinuntersuchung, wo man genau weiß nachher, welche Käfer sind es und wie kann ich sie behandeln, das benötigt Zeit. Ein Teststreifen sagt uns nur, es gibt Bakterien oder es gibt keine, sagt uns aber nicht welche. Und wir müssen wissen, welche, damit man auch das richtige Behandlungskonzept nehmen kann. Jetzt habe ich die ganze Zeit von Symptomen gesprochen. Welche Symptome machen sogenannte Harnwegsinfekte? Ein wichtiges und das schwerste Symptom ist Fieber. Gerade in den Zeiten von Covid sind wir ja auf andere Fieberursachen sehr, sehr gut trainiert worden. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch Harnwegsinfekte können Fieber machen. Harnwegsinfekte bei Menschen ohne MS äußern sich häufig durch Schmerzen beim Wasserlösen, Schmerzen in der Blasenregion, starker Harndrang, häufige Entleerung. Man fühlt sich nicht so richtig zweg. Wenn man im Rollstuhl sitzt mit MS, dann können auch noch Sachen wie Spastik oder vermehrte Streck- oder Beugemuskelanspannung im Rollstuhl kommen. Auch eine neu aufgetretene Inkontinenz kann ein Zeichen für eine Blasenentzündung sein. Wir wissen, dass jede dritte Frau auch ohne Querschnittlähmung und ohne MS und ohne Zuckerkrankheit einen Harnwegsinfekt in ihrem Leben erleidet. Warum haben aber Menschen mit Multipler Sklerose ein noch höheres Risiko? Warum ist das bei Menschen mit MS so häufig, dass man unter einer Blasenentzündung leidet? Um das etwas besser zu verstehen, muss ich ganz kurz auf die Blasenfunktion eingehen. Und unsere Blase, die hat zwei Aufgaben. Die soll das Wasser sammeln und sie soll das Wasser lösen. Den größten Teil des Tages ist die Blase ganz entspannt und sammelt das Wasser. Das nennt der Fachmann Speicherphase. Hier sehen Sie so eine Blase. Hier unten ist der Schließmuskel. Hier drin wird das Wasser gesammelt. Und die Blase bleibt, wie Sie hier sehen, ganz ruhig, wenn Sie den Urin sammeln. Der Schließmuskel, der ist aktiv. Wenn Sie Wasser lösen wollen, ist das so, als würde ein Schalter umgelegt. Die Blase zieht sich zusammen und der Schließmuskel entspannt sich. Die beiden schaffen sozusagen im Team. Hier hilft der Schließmuskel der Blase, das Wasser zu verheben. Und die Blase bleibt ruhig, damit der Urin nicht wegfließt. Wenn Sie lösen wollen, müssen die beiden ganz anders zusammenschaffen. Und für dieses Zusammenspiel gibt es einen Schalter, der umgelegt wird von Wasser sammeln zu Wasser lösen. Und dieser Schalter, der befindet sich in unserem Gehirn. Und der wird gesteuert durch unsere Nerven. Und die Nerven, die verbinden unsere Blase im kleinen Becken durch die Nerven im Rückenmark mit unserem Gehirn, was unsere Blase kontrolliert. Und wir wissen alle, die Multiple Sklerose, die kann Nerven schädigen. Und zwar kann sie das im kleinen Becken machen, sie kann das direkt im Rückenmark machen und sie kann es im Gehirn machen. Und je nachdem, wo diese Störung auftritt, kann es sein, dass die Blase nicht mehr so schafft, wie sie ohne Störung schaffen. Und diese Probleme sind gar nicht selten. Bei ungefähr 15% aller Menschen, bei denen eine MS gefunden wird, ist das Erste, was auffällt, ist das, was mit der Blase nicht gut ist. Und wenn man lange schaut, nach 10 Jahren, haben fast alle Menschen, die von MS betroffen sind, Probleme mit der Blase. Mal mehr, mal weniger. Es ist nicht so, dass jeder Mensch da gleich starke Beschwerden hat, aber die Nervenfunktion ist nicht mehr perfekt und damit ist meist auch die Steuerung der Blase nicht mehr perfekt. Das heißt, bei MS bestehen verschiedene Risiken für die Blase.
Wenn die Blase Urin zu den Nieren zurückpresst, auf solche Dinge gehe ich heute nicht ein, kann es zu einer Schädigung der Nieren kommen. Das ist gefährlich, das lässt sich aber durch eine gute Behandlung verhindern. Was uns heute interessiert, ist vor allen Dingen die Lebensqualität, die darunter leidet, wenn man zum Beispiel inkontinent ist, aber vor allen Dingen, wenn man Harnwegsinfekte hat, vor allen Dingen, wenn man die häufig hat. Jetzt wissen wir, dass eine Blase, die nicht perfekt schafft, anfälliger ist für Infekte. Die Frage ist aber, wo kommen Infekte überhaupt her? Wichtig zu wissen ist, die meisten Infekte kommen aus dem Bereich der Scheide, des Darms und des Damms. Die Bakterien können dann über die Harnröhre die Blase erreichen, die dort entzünden. Und in ganz schlimmen Fällen können sie noch in andere Organe, wie zum Beispiel die Nieren, gehen und ihre Entzündung dort verstärken. Überwiegend sind es Bakterien und Sie sehen hier auf diesem Foto, das ist so ein elektronenmikroskopisches Bild, die sehen eigentlich ganz nett aus, sind aber nicht nett. Manchmal sind es auch Viren oder sogenannte Pilze, die das machen können, aber meistens sind es Bakterien. Es gibt auch noch sehr selten sogenannte atypische Erreger, das sind sexuell übertragbare Bakterien. Also auch nach dem Geschlechtsverkehr besteht ein Risiko für Harnwegsinfekte. Früher hat man immer geglaubt, Urin ist steril. Seit ungefähr 5 Jahren weiß man, das ist gar nicht so. Jeder von uns, Sie und auch ich, haben Bakterien im Urin. Aber diese Bakterien sind sehr, sehr, sehr wenige. Und sie werden von dem Abwehr- und Schutzsystem unseres Körpers in Schach gehalten. Nur wenn die Virulenz, also die Angriffslust der Bakterien höher ist, als unsere eigenen Schutzmechanismen, dann kommt es zum Infekt. Und wir haben einige Abwehrmechanismen. Unsere Scheide hat ein Milieu, ein Umfeld mit der Flüssigkeit, mit den Bakterien, die da sind, die uns eigentlich vor fremden Bakterien schützt. Unsere Blase, die produziert innen eine Schutzschicht und sie produziert auch Abwehrstoffe, wie Immunglobuline, die dafür sorgen, an Ort und Stelle die Bakterien zu bekämpfen. Und wenn mal Bakterien reinkommen und wir lösen gut, normal und ohne Resturin, dann spülen wir damit Bakterien, die vielleicht hineingekommen sind, problemlos auch wieder aus. Das heißt, ausspülen, Abwehrmechanismen und Schutz gegen Eindringen sind die wichtigsten Faktoren, mit denen wir uns gegen Harnwegsinfekte schützen können. Es gibt auch ein paar Sachen, die sind ein klares Risiko. Eine kurze Harnröhre ist für die Keime schneller zu bewältigen als eine lange Harnröhre. Die Harnröhre der Frau ist nun mal kürzer als die des Mannes. Deswegen sind Harnwegsinfekte bei Frauen häufiger als bei Männern. Dasselbe gilt für die mechanische Keimeinbringung. Beim Geschlechtsverkehr können Keime eher die kurze Harnröhre der Frau als die lange Harnröhre des Mannes überwinden, sodass auch Frauen häufiger nach Geschlechtsverkehr Harnwegsinfekte haben. Das soll nicht heißen, dass man auf Geschlechtsverkehr verzichten sollte, wenn man Harnwegsinfekte hat, aber man sollte zum Beispiel nach dem Geschlechtsverkehr Wasser lösen, die Blase entleeren, damit eventuell eingebrachte Käfer wieder rausgespült werden. Und natürlich ist unser Immunsystem auch eine Abwehrbarriere für Bakterien. Wenn wir eine Immunschwäche haben, sei es, weil wir Chemotherapeutika bekommen, sei es, weil wir bestrahlt worden sind, sei es, weil wir immunschwächende Medikamente schlucken müssen oder weil wir zusätzlich noch Immunkrankheiten haben, wie Rheuma oder wie Zuckerkrankheit, dann ist unser Abwehrsystem nicht so parat und dann haben es Bakterien auch leichter. Sie wissen, dass man nicht bei jedem Menschen mit Multipler Sklerose die Blasenfunktion wieder so hinbekommt, wie man sich das wünscht. Es bleibt Urin in der Blase zurück und die Blase muss durch Katheter entleert werden. Eine Möglichkeit ist der sogenannte Selbstkatheterismus. Und da ist es wichtig zu wissen, wenn man den Katheter durch das Glied oder durch die Harnröhre in die Blase einführt, dann besteht natürlich die Möglichkeit, Keime von außen mitzubringen. Und zwar besonders
vom Anfang der Harnröhre. Da sind die meisten Bakterien. Das heißt, man sollte sauber schaffen und vorher die Harnröhrenwindung gründlich sauber machen, wenn man kathetern muss. Da reicht Wasser, das muss nicht ein Desinfektionsmittel sein, um Infekte zu verhindern. Jetzt könnte man sich ja fragen, warum stecke ich dann nicht einen Dauerkatheter? Weil dann muss ich gar nicht so oft einen Katheter einführen. Das hat man lange Zeit geglaubt, aber mittlerweile weiß man, das ist nicht so. Ein Katheter, sei es ein Harnröhrenkatheter oder ein Bauchdeckenkatheter, ein sogenannter suprapubischer Katheter, der immer in der Blase bleibt, der bildet sozusagen eine ständige Verbindung von der Außenwelt in die Blase. Der Katheter dient sozusagen als Autobahn für Bakterien. Sie haben dauernd Keime, die nachkommen können. Egal, was Sie mit denen machen, die in der Blase sind, es kommen immer wieder neue von außen nach. Und das, was man nicht immer weiß oder was nicht jeder weiß, dieser Katheter, der wird von den Bakterien mit so einer Art Lack, mit so einer Art Schicht belegt. Das sieht man manchmal sogar, wenn man hinschaut. Und unter dieser Schicht können sich die Bakterien, egal wie gut man den Katheter pflegt und egal wie hygienisch man ist, immer in die Blase nachrücken. Das heißt, mit einem Dauerkatheter hat man ein viel höheres Risiko, Infekte zu haben, als man das mit jeder anderen Form der Blasenentleerung hat. Jetzt haben wir gehört, warum Bakterien in die Blase kommen. Und wir haben auch gehört, wie Bakterien in die Blase kommen. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit denen? Welche behandeln wir und welche behandeln wir nicht? Und wie behandle ich sie? Wir haben das schon mal gesagt, aber es ist mir wichtig, wenn keine Symptome vorliegen, sollte man Bakterien in der Blase nicht behandeln. Auch wenn man einen Katheter hat, egal was, man sollte sie nicht behandeln. Es gibt nur eine Gruppe von Menschen, bei denen man glaubt, man muss die Bakterien behandeln, auch wenn sie keine Beschwerden machen, und das sind Schwangere, weil die Annahme heute ist, dass Bakterien in der Blase wegen der räumlichen Nähe das werdende Leben, das Kind schädigen können. Deswegen müssten dann eine Behandlung gemacht werden, sonst nicht. Wenn man akute Harnwegsinfekte, zum Beispiel eine akute Blasenentzündung hat, dann ist die häufigste Behandlung eine sogenannte Antibiotikatherapie. Antibiotika sollte man nicht nur so lange nehmen, bis der Infekt keine Symptome mehr macht, sondern wenn man mal angefangen hat, dann sollte man die vom Arzt vorgeschriebene Dosierung auch zu Ende nehmen. Bei Menschen mit einer normalen Blasenfunktion sind 9 von 10 Keimen die sogenannten E. coli-Keime. Die sehen so ein bisschen so aus wie das, was Sie hier sehen. Leider gilt das bei Menschen mit Multipler Sklerose nicht so. Die können ganz verschiedene Käfer haben und damit können sie auch ganz verschiedene Antibiotika benötigen. Das weiß man nicht. Sie haben am Anfang diesen Test gesehen, der 2 Tage dauert. Und wenn Sie einen Infekt haben, dann soll, und Sie können es irgendwie aushalten, sollte der Arzt erst den Urin austesten lassen, um ihm dann das passende Antibiotikum zu geben. Nur wenn Sie es gar nicht aushalten, dann muss man eine sogenannte kalkulierte Therapie machen, was auf Deutsch heißt, auf gut Glück ein Antibiotikum nehmen, von dem man hofft, dass sie einen guten Erfolg machen. Da das aber nie so sicher ist, ist es immer besser, das Ergebnis einer Auswertung abzuwarten. Nun wissen wir alle, Antibiotika sind nicht ohne Nebenwirkungen und Antibiotika sind auch kein Allheilmittel. Und man liest überall, und zwar ganz zu Recht, dass man Antibiotika sparen sollte. Also haben wir mal geschaut, was unseren Patienten denn sonst weiterhelfen kann. Cranberries, also Moosbeeren oder eine Blasenspülung, das sind Sachen, die man bei der Vorbeugung gut verwenden kann, bei der Behandlung eines bereits existierenden Harnwegsinfektes helfen die leider nicht. Mit der sogenannten Homöopathie haben wir in Einzelfällen gute Erfahrungen gemacht. Extrakte aus Bärentraubenblätter sind eine gute Möglichkeit. Das gibt es als Tee, das gibt es aber auch als Dragees. Man muss nur aufpassen, dass man die nicht allzu lange nimmt, weil die über die Leber abgebaut werden. Und wenn man eine nicht gut funktionierende Leber hat, dann sollte man das nicht länger als 3 Wochen nehmen.
Die Mannose ist ein Zucker, der Bakterien verklebt, damit der Körper sie besser ausscheiden kann. Auch das ist häufig im akuten Infekt eine gute Methode. Und das, was Sie schon von zu Hause, von Eltern, Verwandten gehört haben, viel trinken, Blasen- und Nierentees, das tönt so, ist durchaus eine Möglichkeit. So kann man einen Infekt loswerden und danach ist man erstmal froh, dass die Beschwerden weg sind. Unglücklicherweise gibt es relativ viele Menschen, bei denen die aber nicht wegbleiben. Wenn Infekte immer wieder kommen, und das passiert immerhin bei jedem vierten von uns, dann nennt man das rezidivierende Infekte. Und Gedanken macht man sich, wenn man pro Halbjahr mehr als 2 oder pro Jahr mehr als 3 dieser Blasenentzündungen hat. Wie gesagt, manchmal kommen sie aus dem Darm, manchmal vom Damm, manchmal von der Scheide und manchmal hat man sie mit der Behandlung nicht ganz abtöten können und sie sind in der Blase verblieben und warten auf eine Situation, bei der unser Immunsystem ein bisschen weniger aufmerksam ist und machen dann die nächste Infektion. Also ein Teil kommt von außen, aber ein Teil ist auch von der letzten Infektion drin geblieben. Und Bakterien haben viele Möglichkeiten, in der Blase zu bleiben. Sie sehen hier ein paar Bilder, die ich Ihnen kurz erklären möchte. Hier sieht man so einen Blasenstein. Es gibt durchaus Menschen, die entwickeln Blasensteine und auf diesen Steinen können Bakterien prima weiterleben. Weil der Stein schützt sie vor Antibiotika. Hier sehen Sie eine sogenannte Blasenaussackung, ein Divertikel. Das ist die normale Blase, das ist diese Aussackung. Hier drin können Bakterien sich gut aufhalten, weil sie beim Lösen nicht rausgespült werden und sich immer weiter vermehren. Hier sehen Sie eine Blase, wo das Wasser zurück zu den Nieren gedrückt wird. Dann bleiben die Bakterien in den Nieren als Infektort. Das heißt, Rückfluss von Urin zu den Nieren, Blasenwandveränderungen, eine nicht gut funktionierende Blase, Resturin oder eingeschränkte Immunfunktion sind alles Faktoren, die dafür sorgen. Also muss man versuchen, diese Dinge zu behandeln. Muss man danach suchen. Wenn man zum Arzt gehen und immer wieder Infekte haben, wird er als erstes schauen, haben Sie Steine? Die kann man zum Beispiel mit so einem Instrument leicht entfernen. Haben Sie Gewächse? Die können Infekte machen. Wird die Blase nicht leer? Haben Sie Restharn? Haben Sie Wasser, das zurück zu den Nieren fließt? All diese Sachen kann man behandeln und die sorgen dafür, dass die Infektanfälligkeit zurückgeht. Um das sicher zu finden, reicht manchmal ein Ultraschall, manchmal muss man eine Spiegelung machen, manchmal Röntgen oder manchmal eine Computertomographie. Aber es ist immer wichtig, wenn jemand dauernd Infekte hat, dass man nicht einfach immer nur ein Medikament gibt, sondern dass man als erstes mal schaut, wo kommt das her? Warum habe ich immer diese Infekte? Ein Punkt, der ist fast untergegangen, auch eine Blase, die sich dauernd verkrampft, die sorgt durch diese Krämpfe dafür, dass die Bakterien gereizt werden. Also auch Menschen, bei denen die Blase nicht so schafft, wie sie soll, sondern überaktiv ist, kann es passieren, dass man mehr Infekte hat und man gar nicht die Infekte allein behandeln muss, sondern auch die Blase behandeln muss. Bei Leuten, die sich selbst einen Katheter stecken müssen, manche haben das nie perfekt gezeigt bekommen und machen deswegen ein paar technische Sachen nicht ganz perfekt. Den Leuten kann man das nochmal demonstrieren und was zeigen. Die Darmfunktion ist ganz wichtig. Wenn Sie immer Durchfall haben oder wenn Sie Verstopfung haben und massiv pressen müssen, dann werden die Bakterien auch Richtung Blase gedrückt. Oder wenn sie immer im Stuhl sitzen, können die leicht aufsteigen, wenn sie stuhlinkontinent sind. Fast jeder dritte Mensch, bei dem man die Darmfunktion bessern kann, hat auch weniger Blaseninfekt. Und eine wichtige Sache ist, die meisten Menschen, die tendieren dazu, eine besonders starke Enzymhygiene zu machen, wenn sie immer wieder Infekte haben, weil sie besonders sauber schaffen wollen. Und wenn sie besonders viele Intimhygiene machen, besonders viele Sprays, besonders viele Kapseln, besonders vielen Schaum nehmen, damit töten sie nicht nur die bösen Bakterien, sondern vor allen Dingen mal die Schutzbakterien.
Und wenn man zu viel Intimhygiene betreibt, ist das noch schädlicher, als wenn man zu wenig betreibt. Das tönt alles gut, hilft aber nicht, um bei jedem Menschen Harnwegsinfekte dauerhaft zu verhindern. Es bleiben Menschen über, bei denen man keine Ursache findet, die man behandeln kann, die aber trotzdem immer wieder Blaseninfekte haben. Und die häufigste Sache, die sie angeboten bekommen, diese Menschen, sind Antibiotika. Und sehr viele Ärzte oder Therapeuten empfehlen, über 3 Monate lang abends ein Antibiotikum zu nehmen. Es gibt sicher Menschen, bei denen das hilfreich sein kann, aber wenn man in einer großen Untersuchung guckt, wie vielen Menschen das hilft, lange Zeit ein Antibiotikum zu nehmen und welchen nicht, dann ist die Wirksamkeit viel schlechter, als man sich das eigentlich erwartet oder erhofft hat. Außerdem lernen die Käfer, gegen Antibiotika widerstandsfähig zu sein, und Antibiotika können auch Nebenwirkungen haben. Man denke so an Durchfall oder an Müdigkeit, an Abgeschlagenheit. Das heißt, dauerhaft Antibiotika zu nehmen, ist nicht bei jedem Menschen zu verhindern, ist aber nicht die erste Maßnahme, die man vorschlagen würde. Auch das tönt gut, wenn man keinen Harnwegsinfekt hat. Aber wenn man einen Infekt hat, muss man sich ja überlegen, wie kann ich denn Alternativen nutzen? Hier sehen Sie mal so ein Beispiel für einen Menschen, der sehr, sehr viele Antibiotika genommen hat. Und das ist nicht das einzige Beispiel. Das ist, ob der Käfer von den Antibiotika behandelt da ist oder nicht. Und Sie sehen hier überall ein R, das heißt Resistenz. Das heißt, dieses Bakterium kann man mit keinem Antibiotikum, was man auch kaufen kann, abtöten. Und genau das ist gefährlich. Und genau das wollen wir vermeiden. Und genau drum sollte man nicht bei jeder Gelegenheit, wenn es eine Alternative gibt, direkt zum Antibiotikum greifen. Eine Möglichkeit, Bakterien das Leben sauer zu machen, ist, den Urin sauer zu machen. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Es gibt bestimmte Tabletten, das Azimethin oder das Azimol, was den Urin sauer macht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das mit Apfelessig zu machen, indem man dreimal täglich einen Esslöffel in ein Glas Wasser tut oder indem man den Saft einer halben Zitrone in ein Glas Wasser tut. Auch damit kann man den Urinsäurewert beeinflussen und die Bakterien überleben das meist nicht gut. Dummerweise sind Bakterien aber gar nicht so unflexibel. Und es gibt durchaus schon Bakterien, die es gelernt haben, auch in einem sauren Umfeld zu leben. Und deswegen funktioniert das nicht immer. Manchmal hilft es, wenn das dauerhafte Ansäuern nicht gut hilft, dass man mal 14 Tage es nimmt, dann mal 14 Tage nicht nimmt, damit die Bakterien immer wieder mit unterschiedlichem Umfeld zu kämpfen haben. Das mögen die gar nicht. Wir haben vorhin schon kurz über Cranberries gesprochen. Das sind Moosbeeren, die kanadischen Preiselbeeren oder halt auch unsere europäischen Preiselbeeren. Wir wissen, dass man mit diesen Medikamenten nicht zaubern kann, aber dass die dafür sorgen können, dass wir weniger Bakterien und weniger Harnwegsinfekte im Urin haben. Das funktioniert so, dass sich die Bestandteile von diesen Cranberries an die Fühler der Bakterien anheften und die Bakterien so in der Blase sich nicht mehr festheben können und wieder rausgespült werden. Wenn Sie sowas kaufen, es gibt keinen Standard und Sie möchten ein wirksames Präparat haben, dann müssen Sie dieses schwer aussprechbare Wort darauf suchen. Das sind die Proanthocyanidine und der wirksame Anteil sollte größer als 36 Milligramm pro Tag sein. Das können Sie sich jetzt wahrscheinlich genauso wenig merken wie ich. Aber ich denke, die MS-Gesellschaft wird dafür sorgen, dass Sie das später nochmal nachhören oder nachlesen können. Es macht Sinn, danach zu schauen. Ein anderes pflanzliches vorbeugendes Mittel ist die Mischung aus Kapuzinerkresse und Meerrettich. Das gibt es als Fertigprodukt unter dem Namen Angozin. Und auch hier hat sich zeigen lassen, dass Menschen, die das nehmen, weniger Blasenentzündungen haben als Betroffene, die keine Vorbeugung einnehmen. In letzter Zeit immer häufiger ins Gespräch gekommen ist die sogenannte Demanose. Das ist ein Zucker, aber dieser Zucker geht nicht auf die Hüften, sondern der geht direkt in den Urin.
Dort verklebt er die Bakterien ein klein wenig ähnlich, wie wir das gerade von den Preiselbeeren gehört haben. Und diese verklebten Pakete von Bakterien, die werden dann beim nächsten Wasserlösen ausgespült. Man muss keine Angst haben, dass sie im Körper Mannose, also Zucker, anreichern. Es hat keine bekannten Nebenwirkungen. Aber Bakterien müssen halt bestimmte Filter haben, bestimmte Fimbrien haben. Das sieht man hier. Hier sieht man diese Bakterien und Sie sehen hier diesen Ausläufer, diesen Pfeil, den die haben. Und die Zuckermoleküle, die verkleben halt mit diesen Pfeilen und dann werden die unschädlich gemachten Bakterien mit dem Urin ausgespült. Bakterien, die sowas gar nicht haben, das gibt es auch, bei denen kann die Mannose nichts ausrichten. Deswegen funktioniert die Mannose auch nicht bei allen Bakterien. Jetzt haben wir uns immer darum gekümmert, dass wir die Bakterien behandeln oder bekämpfen. Wir haben vorhin gesagt, es ist das Ungleichgewicht zwischen Bakterien und ihrer Aggression und unserem eigenen Verteidigungsmechanismus. Man kann jetzt auch von der anderen Seite kommen. Man kann auch sagen, kann ich denn meine Abwehrkräfte stärken? Und dafür gibt es in der Tat verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eine sogenannte immunaktive Prophylaxe, das ist eine Art Schluckimpfung. Dieses Urovaxom, das ist ein Medikament, das aus, wie ein Impfstoff aus abgetöteten Teilen von Bakterien bestehen. Unser Immunsystem wird damit in Berührung kommen, wenn wir diese Kapseln geschluckt haben. Und das Immunsystem lernt dann sehr schnell, sehr viele Abwehrstoffe gegen Bakterien zu bilden. Und obwohl da immer nur diese E. coli drin sind, haben wir bei unseren Patienten gemerkt, das wirkt auch gegen andere Bakterien. Man muss das über 3 Monate einmal täglich einnehmen. Es funktioniert also nicht von heute auf morgen, aber es hilft uns, unser Immunsystem zu stärken. Ist das Immunsystem insgesamt sehr schwach, dann macht Urovaxom daraus kein super Abwehrsystem. Aber es hilft dem Immunsystem zumindest mal, seine eigene Fähigkeit zu verstärken. Ein anderer Schutzfaktor sind die Bakterien, die wir in uns haben. Ob es nun die Bakterien im Darm sind oder ob es die Bakterien in der Scheide sind, wir haben gute und wir haben schlechte Bakterien. Und die Bakterien, die uns vor anderen schützen, sind vor allem mal die sogenannten Lactobacillen. Und es gibt verschiedene Präparate, die man entweder schlucken kann, dann wirken sie im Darm, oder die man in die Scheide einführen kann, dann wirken sie direkt an der Harnröhrenmündung, wo dann diese Lactobacillen drin sind, die sich dann vermehren können und dafür sorgen, dass sie einen besseren Schutz gegen krankheitsauslösende Bakterien haben. Bei Frauen hilft es manchmal, das mit Östrogenen zu kombinieren, und zwar Östrogene von der Scheide aus, weil Östrogene in der Scheide die Durchblutung bessern. Und wenn die Durchblutung gebessert ist, kann der Körper durch das Blut mehr Abwehrstoffe, mehr Antibiotika, mehr andere abwehrende Stoffe, auch mehr Leukozyten, das sind so unsere Verteidigungszellen im Körper, dorthin bringen, wo die Bakterien sind. Deswegen ist auch das hilfreich. Wir haben mal unsere Patienten gefragt, was die eigentlich so machen, um sich vor Antibiotika zu schützen. Weil natürlich sind die alle Experten für ihr eigenes Problem. Wir haben mal 100 Patienten gefragt, was sie so treiben, um sich zu schützen. Und ungefähr 80% benutzen nicht nur Antibiotika, sondern auch sogenannte Komplementär- und Alternativmedizin. Das ist pflanzliche Medizin, das ist Homöopathie, das ist Akupunktur. Die häufigsten Gründe, zu sowas zu greifen, zu solchen alternativmedizinischen Medikamenten, waren Schmerzen und Blasenentzündung. Und erstaunlicherweise waren doch 9 von 10 Patienten mit dem, was sie dort erlebt haben, deutlich zufrieden. Das hat uns dazu gebracht, mal für uns selber zu testen, ob Menschen, die man homöopathisch behandelt, weniger Infekte haben als die Leute, die das nicht bekommen. In einer kleinen Studie, die wir bei uns selbst gemacht haben, hat sich das mal so bewahrheitet, dass die Menschen, die homöopathisch behandelt wurden, einfach weniger Infekte hatten als die, die es nicht gemacht haben. Und wissen die, die sich damit beschäftigt haben, dass Homöopathie mal nicht ganz so einfach ist und dass es nicht ein
tolles Medikament gibt als Homöopathikum, was allen Menschen hilft. Aber wenn Sie einen guten Behandler haben, dann kann der unter Umständen unterstützend hilfreich sein. Wir haben vorhin gesagt, dass wir mit dem Wasserlösen Bakterien aus der Blase ausspülen. Und da liegt es ja nahe, wenn das nicht gut funktioniert, ob man die Blase nicht sonst spülen kann, um die Bakterien rauszukriegen. Und tatsächlich gibt es desinfizierende Flüssigkeiten, Kochsalzlösung oder reines Hahnenwasser, mit dem man die Blase spülen kann. Aber um die Blase zu spülen, muss man ja einen Katheter stecken. Das ist für die meisten Menschen sehr unangenehm. Deswegen ist das ein Verfahren, was helfen kann, aber vor allem bei den Menschen, die sowieso schon einen Katheter haben. Also bei Menschen, die einen Dauerkatheter brauchen, kann man durch Blasenspülung auch die Bakterienhäufigkeit und damit die Infekthäufigkeit verringern. Und erstaunlicherweise wirkt das am besten mit uns gemeinem Hahnenwasser. Viel besser als irgendwelche sterilen Lösungen. Und haben Sie wahrscheinlich erwartet, gehofft und für sich selber in Erwägung gezogen, dass ich Ihnen jetzt mehrere oder mindestens ein Wundermittel zeige, was allen so gut wie möglich weiterhilft. Und das kann ich nicht. Damit befinde ich mich aber in guter Gesellschaft. Bis heute kann das niemand. Es gibt bis heute, wenn man alle wissenschaftlichen Studien liest, wenn man alle Kongresse besucht, im Moment alle so ablaufen wie jetzt als Webinare, dann gibt es kein Medikament und keinen Stoff auf der Welt, der allen Menschen hilft und gleichzeitig noch gut verträglich ist. Und deswegen ist die Übereinkunft, man muss jeden Menschen individuell anschauen, man muss für jeden individuellen Menschen eine möglichst gute Lösung finden. Das zeigt auch, dass selbst wenn wir uns jetzt gleich unterhalten werden, ich niemandem eine persönliche Lösung sagen kann, weil man jeden Menschen für sich mit all den Faktoren, die ihn schützen und mit all den Faktoren, die ein Risiko darstellen, anschauen muss. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es am Horizont. Ich will Sie ja nicht ganz ernüchtert aus dem Webinar entlassen. In den 80er Jahren hat man im Ostblock, gerade in Russland und in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, sehr gute Erfahrungen mit sogenannten Bakteriophagen gemacht. Bakteriophagen sind Viren, die Bakterien aufessen. Man kann mittlerweile Viren züchten, die dann in die Blase einbringen und die ernähren sich dann von den Bakterien. Wenn keine Bakterien mehr da sind, sterben auch die Viren, weil sie nichts mehr zu essen haben. Das ist die Vorstellung von der Wirkung. Sie hören aber schon, und Sie haben gerade in letzter Zeit sehr, sehr viel sehr Ungünstiges über Viren gehört. Viren sind nicht so harmlos und Viren sind auch in ihrem Verhalten nicht immer gut vorhersehbar. Deswegen gibt es gegen diese Art von Behandlung im Moment noch hohe Sicherheitsbedenken und das wird in Hochsicherheitslaboren gemacht. Wenn das gut funktioniert, kann das aber in Zukunft, wenn man diese Sicherheitsprobleme lösen kann, eine mögliche nebenwirkungsfreiere Behandlungsmöglichkeit werden, als es die Antibiotika heute sind. Das heißt, ich habe leider keine Patentlösung. Ich kann niemandem sagen, A oder B einnehmen und dann hat man wieder einen Infekt. Es ist auch gar nicht nötig, dass jeder eine Vorbeugung nehmen muss. Ich habe es am Anfang mal gesagt, jeder Vierte leidet unter wiederkommenden Harnwegsinfekten, aber nicht jeder. Und deswegen ist es gar nicht nötig, jedem immer Preiselbeeren zum Beispiel zu geben. Es ist ein individuelles Vorgehen. Man muss erst schauen, ob es auslösende Faktoren gibt. Dann muss man den akuten Infekt behandeln. Und dann muss man zusammenschauen, was am besten einen wieder auftretenden Infekt verhindern kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe, glaube ich, viel länger gesprochen, als ich wollte. Ich hoffe, Sie sind noch alle wach und dabei und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Panek, für dieses überaus interessante und spannende Thema im Zusammenhang mit MS.
Ja, an dieser Stelle kommen Sie zum Zug, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Stellen Sie uns Ihre Fragen anonym und in schriftlicher Form über die Chatfunktion Ihres Bedienpanels zu. Wir weisen Sie an dieser Stelle darauf hin, dass Herr Panik keine persönliche Beratung machen kann oder darf oder auf individuelle Krankheitsverläufe eingehen kann. Bis es soweit ist und die ersten Fragen eingetroffen sind, mache ich Sie an dieser Stelle gerne auf unsere kommenden Webinare aufmerksam. Am 18. Januar um 17 Uhr sprechen wir über das Thema Akupunktur und chinesische Medizin und am 9. Februar über das Thema Neuroplastizität. Schauen können Sie unsere Webinare wie immer hier online auf unserer Webseite oder im Nachgang auf unserem YouTube-Kanal Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft. So, und jetzt schaue ich, ob es doch schon erste Fragen gibt. Ja, Herr Panek, eine Zuschauerin fragt uns, was halten Sie von Spasmex? Von Spasmex, Ja. habe ich das richtig verstanden? Spasmex ist ein Medikament, was mit Infekten nur indirekt zu tun hat. Spasmex ist ein Medikament, was eine überaktive Blase beruhigt. Um zu wissen, ob jemand Spasmex benötigt oder nicht, muss man die Blasenfunktion überprüfen, testen. Wir haben ja kurz mal gesagt, dass eine Blase, die sich dauernd verkrampft, die immer wieder so Spastik macht, auch sehr anfällig für Bakterien ist, weil die Bakterien immer wieder irritiert werden in der Blase. Das heißt, wenn Sie so eine überaktive Blase haben, dann ist Spasmex ein gutes Medikament, um die Blase zu entspannen. Ein großer Vorteil von Spasmex gegenüber ähnlichen Medikamenten ist, dass es nicht in unser Hirn gelangen kann, weil ein Teil dieser Medikamente als Nebenwirkung Müdigkeit hat. Also Vergleichspräparate zum Spasmex Müdigkeit machen können. Spasmex und der Inhaltsstoff Trospium-Turit gelangt aber nicht ins Gehirn. Und gerade bei Menschen mit MS, die ja häufig unter chronischer Müdigkeit, unter Fatigue leiden, ist das ein Medikament, was deutlich besser toleriert wird zur Blasenberuhigung als andere. Aber wie gesagt, es ist was Blasenberuhigendes und somit nicht direkt infektbekämpfendes. Vielen Dank. Dann habe ich eine weitere Frage. Da schreibt ein Zuschauer, ich, männlich und MS, habe zweimal pro Jahr eine Blasenentzündung. Sollte ich mal zum Neurologen gehen? Also ich gehe mit Ihnen überein, dass zweimal im Jahr so an der Grenze dessen ist. Wenn Sie sagen, diese beiden Infekte stören mich nicht, ich habe kein Fieber, die Beschwerden sind nicht sehr schlimm, ich komme damit gut klar, dann ist es nicht unbedingt notwendig, allein aufgrund dieser Entzündung eine ausgedehnte Abklärung zu machen. Wenn ich das selber wäre, ich würde einmal zum Arzt gehen. Ich würde übrigens nicht zum Neurologen gehen, sondern ich würde zum Urologen gehen und würde einmal mit Ultraschall gucken lassen, ob irgendeine grobe Störung vorliegt. Ob zum Beispiel die Bakterien in meine Nieren zurückgedrückt werden, ohne dass ich spüre. Weil dann kann das mich auf Dauer gefährden, ohne dass ich wesentliche Probleme dabei habe. Und ob ich zum Beispiel Blasensteine oder sowas habe. Und wenn das alles in Ordnung ist und mich stören die beiden Infekte nicht, dann würde ich nicht unbedingt lebenslang irgendwelche Medikamente schlucken. Wenn man aber findet, dass diese Infekte ein Zeichen für gefährliche Prozesse sind, dann ist das was anderes. Also kurz gesagt, einmal gucken lassen würde ich. Ich würde es beim Urologen gucken lassen, was ich mit dem mache, was der mir empfiehlt. Das kann ich mir immer noch überlegen. Vielen Dank für die Antwort. Eine weitere Frage lautet, spielt die Kälte und Nässe eine Rolle bei einer Blasenentzündung? Ja, das tut sie. Wenn man sich mehr als 20 Minuten der Kälte und Nässe aussetzt, dann schränkt das die Durchblutung ein. Und die Durchblutung ist wichtig, um Abwehrstoffe gegen Bakterien in die Organe zu bringen. Das heißt, man ist anfälliger, wenn man kalte und nasse Umgebung hat. Dann eine weitere Frage lautet, wie sehr greifen seelische Schwächen auf die Blasenschwäche zu? Es gibt keine Studie, die das
also die das getestet hat. Aber aus der Erfahrung heraus wissen wir, dass das einen enormen Einfluss hat. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass verschiedene Belastungssituationen unser Stresslevel erhöhen. Wenn wir unser Stresslevel erhöhen, scheiden wir Stoffe aus, die das Immunsystem unterdrücken, wie zum Beispiel Cortison-ähnliche Stoffe. Damit schwächen wir unsere Abwehr. Das heißt, man kann relativ physiologisch erklären, dass wenn man gestresst ist, wenn man sehr unter Druck steht, wenn man in dieser Situation ist, wo man lieber eigentlich kämpfen oder fliehen möchte, wenn man chronisch unter Druck ist, dass das unsere Abwehr schwächt und damit Infekten eine bessere Chance bietet. Vielen Dank. Dann habe ich auch sehr viel Lob schon erhalten, Herr Panik. Das Thema ist auf sehr viel Interesse gestoßen und die Zuschauerinnen und Zuschauer bedanken sich und es sei ein sehr informativer Vortrag gewesen. Das erstmal vielen dazu. Dank und danke fürs Zuhören. Ja, und dann habe ich eine weitere Frage. Da schreibt jemand, geht es bei Inkontinenz nicht auch um Muskulaturtraining, also Training der Muskulatur? Ein klares und eindeutiges vielleicht. Es gibt zwei Gründe, warum man inkontinent sein kann. Der Schließmuskel kann zu schwach oder die Blase zu stark sein. Wenn der Schließmuskel das Problem ist, weil er zu schwach ist, den kann man prima trainieren. Wenn die Blase sich aber dauernd verkrampft, das kann man nicht trainieren. Das ist so ein bisschen so, als wollte man die Atemkraft verstärken oder den Herzschlag trainieren. Das ist auf normalem Wege nicht möglich. Also nicht mit dem, was wir so unter Physiotherapie, Krankengymnastik oder sowas verstehen. Schließmuskel kann man schon trainieren. Man muss also unterscheiden, wo die Inkontinenz herkommt. Dann die nächste Frage. Hilft Botox gegen Blasenentzündung? Da schreibt jemand noch in Klammer, Restharn reduzieren, da Blase beruhigt. Ja, wenn die Blase überaktiv ist, hat sie eine Infektneigung. Wenn man durch Botox die Blase beruhigen kann, dann sinkt diese Infektneigung. Botox selbst, das haben wir selber mal untersucht, macht den Bakterien gar nichts. Also Botox tötet keine Bakterien. Aber dadurch, dass die Blase ruhig wird, hilft es dem Körper, besser mit Infekten umzugehen. Vielen Dank. Dann eine weitere Frage. Da schreibt ein Herr, vielen Dank, Herr Professor. Meine Frage, ich bin männlich und ich sollte eine Abklärung machen mit einer Blase, da ich eine Dranginkontinenz habe. Dazu muss mir ein Katheter gesetzt werden. Wie unangenehm ist ein Katheter setzen bei einem Mann? Eine Einschätzungsfrage, so ich das jetzt sehe. Genau. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das angenehm ist. Das ist es wirklich nicht. Deswegen verwendet man ein Gleitgel und ein örtlich betäubendes Gel, wenn man diesen Katheter einführt. Und damit ist es immer noch nicht so, dass Sie voller Begeisterung am nächsten Tag wiederkommen werden, um das nochmal zu bekommen. Aber es ist gut erträglich. Wir haben hier, wir heißen zwar Schweizer Paraplegikerzentrum, aber wir haben hier durchaus auch sogenannte Fußgänger, also Menschen mit normaler Funktion, die diese Untersuchung auch über sich ergehen lassen. Und die meisten sagen, den ersten zwei, drei Mal danach beim Wasserlösen brennt. Aber wenn man so einen Messkatheter nimmt, der ist dünn, der ist lange nicht so dick, also um die Untersuchung machen zu können, nimmt man einen dünnen Katheter, nicht so einen dicken Katheter zum Blasen entleeren, wie man ihn vielleicht aus dem Spital oder vor einer Operation kennt. Das ist glücklicherweise nicht zu vergleichen. Deswegen erträglich. Vielen Dank. Dann eine Frage, die haben Sie zwar angesprochen in Ihrer Präsentation, ich stelle es trotzdem nochmal zum Klären. Sie empfehlen, bei einem Harnwegsinfekt zuerst den Keim zu finden über Urinprobe. Soll man dann sofort mit einem Antibiotikum beginnen, also bevor man das Resultat hat? Das liegt an Ihnen. Wenn Sie Fieber, Schüttelfrost haben, ja, weil dann kann man nicht 2 Tage warten. Wenn die Beschwerden so schlimm sind, dass sie überhaupt nicht mehr in den Schlaf kommen. Wir haben gestern noch einen jungen Mann gehabt, der hat 48 Stunden nicht geschlafen deswegen. Da würde ich nicht weitere 48 Stunden warten. Da würde ich es machen. Aber wenn es irgend geht, wenn die Beschwerden erträglich sind, sie kein Fieber, kein Schüttelfrost haben, macht es eher Sinn, das abzuwarten, weil man sonst unnötig ein Antibiotikum schluckt, unter Umständen das nochmal wechseln muss.
vielleicht das Falsche genommen hat, was andere Nebenwirkungen macht. Wenn es irgend geht, warten. Vielen Dank. Eine weitere Frage von einer Zuschauerin lautet, ist eine Blasenentzündung ansteckend? Eine Blasenentzündung mit normalen Bakterien ist nicht ansteckend. Eine Blasenentzündung mit sexuell übertragbaren Keimen kann ansteckend sein, aber die meisten Menschen haben dann nicht eine Blasenentzündung, sondern eine Harnröhrenentzündung. Die kann ansteckend sein, ja, aber nicht die normale Blasenentzündung. Dann schreibt jemand, viel trinken soll helfen gegen Blasenentzündung. Wie viele Liter pro Tag etwa und was ist am besten? Wasser, Tee? Fragezeichen. Wasser, Tee, Ausrufezeichen. Die meisten Menschen mögen nicht tagelang in hoher Menge dasselbe Zeug trinken. Würde ich auch nicht wollen. Also ich würde wechseln. Ich würde mal Wasser trinken, dann würde ich mal Tee trinken. Es geht in diesem Fall um den Durchspüleffekt. Man sagt, wenn man nicht Herz- oder Nierenkrank ist, sollte man so viel trinken, dass man ungefähr 1,5 Liter Urin produziert. Um das zu schaffen, muss man meist zwischen 1,5 und 2 Liter trinken, je nachdem, wie viel man mit der Nahrung zu sich nimmt. Wenn Sie davon Blasen- und Nierentee trinken, dann können Sie davon mal 2 Tassen oder 3 Tassen am Tag trinken, aber den Rest ist es mit Wasser und mit Tee gut gemischt, gut getan. Nicht Kaffee und nicht alkoholische Getränke, um auf die Flüssigkeitsmenge zu kommen. Dann eine weitere Frage. Ich bekomme zweimal im Jahr Cortison intravenös, das ist eine Dame, und hatte die letzten 3 Male jeweils im Anschluss eine Blasenentzündung. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Cortisonabgabe und einer Blasenentzündung? Ja, Cortison ist ja ein Medikament, was bei MS-Schüben gut helfen kann, was aber als Wirkmechanismus eine kurzzeitige Unterdrückung unseres Immunsystems hat. Damit schwächen Sie für eine gewisse Zeit Ihre Abwehrstärke. Und dann haben Bakterien es viel leichter, einen Infekt zu machen. Und es ist ganz typisch, dass Menschen, die das bekommen, dann auch kurzfristig infektanfälliger sind. Dann die nächste Frage ist, hilft beim Geschlechtsverkehr Kondome zu benutzen? Dem Mann schon, aber der Frau nicht unbedingt. Wenn der Mann sexuell übertragbare Keime hat, die werden dadurch im Kondom gehalten. Es gibt auch beschichtete Kondome. Die Erfahrungen damit sind nicht so gut. Also Bakterizid, also Bakterien abtöten, beschichtete Kondome. Die Erfahrungen damit sind nicht so gut. Die Keime kommen häufig gar nicht vom Partner, sondern die kommen aus der Scheiden- und Blaseneingangsregion und der beim Geschlechtsverkehr entstehende mechanische Druck bringt die in die Harnröhre der Frau. Das sind dann zum Teil nicht die Bakterien des Partners, sondern die Bakterien der Partnerin. Und dagegen schützt auch ein Kondom nicht. Eine weitere Frage, kann eine Blasenentzündung eine kognitive Verwirrtheit auslösen? Nur dann, wenn sie Fieber macht, weil Fieber den Gesamtorganismus schwächt oder wenn Bakterien in die Blutbahn kommen, das nennt man Sepsis, dann ist man so krank, dass das kognitive Einschränkungen machen kann. Aber dass eine Blasenentzündung an sich kognitive Störungen auslöst, ist mir nicht bekannt. Aber natürlich, wenn man unter MS leidet, wenn man sowieso schon an einer feinen Grenze ist, wo man so in einem Gleichgewicht zwischen geht mir einigermaßen und geht mir nicht so gut kommt, dann kann jede leichte Entzündung das Gleichgewicht aus dem Ruder kippen lassen. Dann kann das natürlich auch andere Gesundheitsbeschwerden auslösen, aber es ist nicht die Regel. Dann eine weitere Frage. Beginnende Blasenentzündung noch ohne Fieber. Soll man sofort zum Arzt oder soll man die Blasenentzündung mit Blasentees, Demanose und so weiter behandeln und auf Besserung warten, hoffen? Wenn Sie keine intolerablen Beschwerden haben, würde ich mir 48 Stunden eine Chance geben. Wenn sich nach 2 Tagen so gar nichts gebessert hat oder es gar schlimmer geworden ist, würde ich zum Arzt gehen. Dann
Hier nochmal ein Kompliment, keine Frage, aber ein ganz großes Dankeschön, schreibt eine Zuschauerin. Dankeschön, freut mich. Und noch eine Frage zu Spasmex hier. Gäbe es auch ein Alternativprodukt zu Spasmex? Es gibt insgesamt 7 oder 8 ähnliche Medikamente auf dem Markt. Aber das Schlimme ist, oder das Schwierige ist, die unterscheiden sich in der Dosierung erheblich. Und deswegen, ja, es gibt Alternativen, die müssten Sie aber vor Ort mit dem, der es Ihnen verschrieben hat, diskutieren. Aber es gibt 7 oder 8 verschiedene Medikamente, die alle prinzipiell dasselbe bewirken. Und wir haben häufig die Erfahrung gemacht, dass Herr Meier Medikament A und Frau Müller Medikament B besser verträgt, ohne dass man vorher weiß, wer was besser verträgt. Das bedeutet, manchmal muss man wirklich mehrere probieren, bis man das für sich Beste gefunden hat. Sehr schön. So, wie es scheint, war das die letzte Frage. Noch ein Lob ist hier herangekommen, ein sehr gelungenes Webinar. Lieben Dank an Herrn Professor Dr. Panik. Das geben wir an dieser Stelle gerne weiter. Das finde ich super. Vielen Dank. Das hat auch Spaß gemacht. Ja, und mal schauen, da ist jetzt noch was. Ja, da kommen jetzt die Dankestagungen rein. Also auch hier nochmal ein Dankeschön an Sie, Herr Dr. Panik. War sehr interessant, sagt da ein Zuschauer. Das freut mich. Urologie ist ja schon ein spezielles Thema. Insofern freut es mich, dass es Sie gefesselt hat. Ja, und damit sind wir am Schluss dieses Webinars angelangt. An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben, Herr Panek. Vielen Dank. Ich freue mich über die gelungene Interaktion, freue mich, dass Sie alle so schön gefragt haben, freue mich natürlich darüber, dass Ihnen das was gebracht zu haben scheint. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank. Und wir hoffen, Ihnen zu Hause hat das Webinar auch gefallen, wie Herr Dr. Panik auch schon gesagt hat. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Es würde uns freuen, Sie am Montag, kommenden Montag, 18. Januar um 17 Uhr wieder begrüßen zu dürfen und wünschen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Ja.